befindest dich jetzt am Rückenstrecker und wirst einmal deine Geräteinstellungen vornehmen. Dazu die Fußstütze ein bisschen weiter zu dir geben. Bitte mit geradem Oberkörper nach vorbeugen. Gebe jetzt hinten eine Walze zu deinen Schulterblättern. Das wäre dann die Startposition einer Bewegung. Okay. Perfekt. Mhm. Jetzt bitte nach hinten folgen der Walze. Perfekt, optimal. Du musst bitte wieder nach vor. Mhm. Wir führen jetzt eine Kraftmessung durch und dir wird dein Trainingsgewicht bestimmt. Okay. So, in die Startposition kommen, Bauch fest anspannen und nach hinten strecken. Ja, perfekt. Deine Maximalkraft liegt bei 39 Kilogramm. Mhm. Dein Trainingsgewicht wird mit 20 Kilo festgelegt, bei 20 Wiederholungen. Okay. Du musst eigentlich nur mehr auf Start drücken. Es kommt eine Kurve und bitte versucht einfach der Kurve zu folgen, indem du die Walze nach hinten führst. Mhm.